Also, das sind die Vogelfedern, von denen ich mit Dora sprach. Allerdings mit Spatzen kommt man ja nicht so weit. Ach so. Das müssen dann schon große Vögel sein. Ja? Genau. Also Gänsepiele. Ja? Die man natürlich, da kann man so noch nichts mitmachen. Der Vorteil ist, die sind hohl innen. Ja? Ich gebe die gleich mal durch, da können Sie ja durchgucken. Die sind hohl, aber die muss man dann noch bearbeiten. Das heißt, man muss die dann anschneiden, ja, und auch noch teilweise zuspitzen und kann sich dann ideal. Die kann man natürlich dann mehrmals schneiden. Ja, also irgendwann ist aber dann Schluss. Also, relativ, was Stein angeht oder auch gebrannter Ton, geht das in Keilschrift, wo man geradezu so Schriftstempel hatte. Ja, das sind immer nur so winzige Dreiecke. Das ist so ein bisschen wie, im Grunde könnte man sagen, fast die Blindenschrift oder so etwas. Ja. Oder eine Digitalisierung der Schrift, eine ganz frühe, ja, mit diesem Punktesystem ist das, ja? Dass man das erfassen kann. Also wenn man so an frühe Gesetzessammlungen denkt, die man auf Steinsäulen gemeißelt hat, vergleichbar diesen überlieferten Steintafeln des Mose, Codex Hammurabi oder so etwas, ganz alte Gesetzessammlungen, die hat man dann so verfertigt, weil die im Grunde genommen ja auch etwas Unabänderliches haben. Wenn ich in den Stein meißle, in den Stein schreibe, ist das was anderes, als wenn ich ein Wachstäfelchen beschreibe. Ja? Also wenn der Mose mit so einem Wachstäfelchen vom Sinai gekommen wäre, hätte ihm gleich gesagt, du hast uns angekohlt, da oben fand er, da war ständig Qualm, da war es gar nicht so heiß. Ja, du hast dir irgendwas ausgedacht. Man schreibt oft auch, also so was wir heute so sagen, was so ein billiger Pulli ist oder so ein Bleistift oder sowas, was man früher hatte. Es sind in Antike oft auch nur ein Holzstäbchen, das man vorne aufspließt. Ja? Also mit dem Stein drauf, da hat das vorne so ist das so ein Ding. Und dann kann man damit Tonscherben beschreiben. Ostraka. Das sind die Notizzettel des antiken Haushalts. Ostraka. Das ist inzwischen ein Fachbegriff. Weil sich darin auch manchmal auf solchen Ostraka Evangelienworte zum Beispiel finden können. Ja, oder andere Schriftworte, die man sich merken will. Wie sozusagen, wenn ich heute so ein Meditationszettelchen mache, wenn Sie sagen, ich möchte gerne ein schönes Wort aus der Heiligen Schrift haben und will mir das im Advent an den Spiegel hängen oder sonst irgendwo hinhängen, dann nehmen wir heute irgendwie ein Blatt Papier oder so einen Haftezettel. Da hat man früher Tonscherben genommen. Warum Tonscherben? Die waren einfach da. Wenn ein Krug kaputt geht oder was Großes, dann wirft man das nicht einfach weg oder stellt das an die Straße oder im Sperrmüll. Das ging eh nicht. Sondern man verwendet das noch weiter. Man stapelt es irgendwo in einer Ecke und beschriftet das dann. Man kann auf solchen Ostraka findet man immer noch Rechnungen über Wein, Öl, alles, was sie damals so brauchen, Korn. Weil das ist praktisch, dann muss man kein wertvolleres Material nehmen, das wird einmal gebraucht, dann hat sich das. Andere Notizen oder eben auch, was wir heute als Schriftworte bezeichnen würden, schreibt man auf Ostraka. Findet man immer noch. Tonscherben oder vor allen Dingen von Ägypten kommen Papyrus. Das ist ein Naturprodukt. Eine Pflanze ist zwar nicht unser Zimmerpapyrus, den wir da heute oft so kaufen, das ist auch so praktisch, das ist für Studierendenwohnungen ist das ideal. Ja. Das gibt ein bisschen Grün und wenn man vergessen hat zu gießen, stecken wir es einfach wieder andersrum rein, es wächst wieder neu, das ging wieder nicht klein. Ja. Sehr praktisch. Eine Schilfart, wo man den Stängel aufschlitzt, Sie sehen das dann auch auf diesen, die Herstellung auf ihrem Papier, das gerade rumgegangen ist. Und das wird dann so breit gekloppt und dann legt man diese Streifen wie in so einem Netzwerk übereinander. Das wird dann gepresst, getrocknet und hat dann, Sie sehen das gut, also das ist richtig so ein gemachter Bogen, ja. Dienen sie teilweise auch in Schreibwarengeschäften heute zu kaufen. Ich empfehle es nicht, in den Drucker zu legen. Ich habe damit mal einen Drucker verdorben in meiner Verwandten. Ja? Deshalb warne ich vor diesem, obwohl es schön wäre, ja. Aber also Sie sehen die Struktur noch sehr deutlich, wie das übereinander gelegt wird, ja. Ist kein schlechtes Material, aber Sie merken, wenn Sie mit einem relativ feinen Stift oder mit Flüssigkeit oder Feder drauf schreiben, dass das verrutschen kann. Und natürlich, Sie sehen das auch ein brüchiges Material. Ja? Also, irgendwo war das hier im Buch drin, ja.
Also das ist natürlich nicht sehr haltbar. Wenn sowas feucht wird oder so, dann ist das schnell kaputt.